Also wir waren ja jetzt bei dem Erfinder von Bitcoin, der ist ja sagenumwoben. Wieso ist der eigentlich so unbekannt oder ist das vielleicht nur so Fantasiefigur? Da gibt es verschiedene Theorien, natürlich auch Verschwörungstheorien, dass es vielleicht in Wirklichkeit ein Geheimdienst war, der ein neues Produkt erfinden wollte, was man leichter ausspähen kann. Aber dadurch, dass die Software und das Verfahren komplett offengelegt ist und jeder reingucken kann, werden Fehler längst bemerkt worden. Das gibt es ja schon seit 2008. Ich denke mal, dass Satoshi Nakamoto einfach ein Krypto-Experte ist, der auch auf einer Krypto-Mailing-Liste dieses erste White Paper vorgestellt hat, der anonym bleiben wollte. Viele, die sich mit Sicherheit beschäftigen, schätzen das sehr, ihre Anonymität. Möglicherweise auch in Ländern, wo Krypto nicht so gern gesehen ist, weil sich Kryptographie halt staatliche Kontrolle entzieht und ein System, eine Transaktion auch sicher macht gegen Ausspähen. Möglicherweise wollte er sich da auch schützen. Dieser Satoshi Nakamoto ist tatsächlich einer, der es geschafft hat, bis heute anonym zu bleiben. Und das, was er veröffentlicht hat, ist aber da und kann. Ist das so genial von der Programmierung her oder hätte auch ein anderer das? Es ist eigentlich ein naheliegendes Verfahren, denn 1998 gab es bereits andere Ansätze für elektronisches Geld oder elektronisches Gold, hat man das damals genannt, die auch auf Kryptographie basierten, auf der Möglichkeit, dass viele etwas signieren und dadurch bestätigen, hier hat eine Transaktion stattgefunden und damit auch Geld überweisen. Das wirklich Neue ist wohl diese Blockchain, also das Protokoll, wo man vom Anfang des Systems bis heute jede einzelne Transaktion nachvollziehen kann. Dass man also auch alte Transaktionen noch verifizieren kann und so zurückverfolgen kann, wie kommen diese vielen Bitcoins auf dieses Konto, wo kamen die her und wo gehen sie wieder hin. Und diese Blockchain, die immer weiter wächst, die eine Transparenz ermöglicht, die es vorher nicht gab, ich glaube, das war der eigentliche Beitrag, warum das System so erfolgreich geworden ist und warum sich auch Banken dafür interessieren, Transaktionen, die jetzt vielleicht nicht mit Geld zu tun haben, sondern mit Verträgen, auf so einer Blockchain abzubilden. Also die Blockchain war praktisch die Grundlage für den Bitcoin, das heißt, die Idee des Bitcoins war da und damit auch verbunden, wie mache ich jetzt diese virtuelle Währung knapp? Sicher, also zunächst mal sicher, dass es alles nachverfolgbar ist, dass es keine Manipulationsmöglichkeiten gibt und dass es keine zentrale Instanz für die Ausgabe des Geldes und für die Weiterleitung des Geldes gibt. Ja, also muss sie aber auch knapp sein, sonst wäre es ja nichts wert. Das weiß ich nicht. Dazu bin ich zu wenig Wirtschaftsexperte. Bei Ethereum ist die Gesamtmenge nicht festgelegt. Trotzdem hat die Währung aktuell einen Wert, der sogar steigt. Ja, bei Bitcoin gibt es diese 21 Millionen, das weiß aber auch nicht jeder. Ne? Viele denken vielleicht, das wird in alle Ewigkeit weiter produziert, aber in 10 Jahren ist es dann vorbei. Wenn ich jetzt diese Währung hätte, diese Ether-Währung, und könnte die Ihnen einfach kopieren, dass wir beide die gleiche Menge hätten, dann wäre es ja nichts wert. So ist das gemeint. Dass man ja irgendwo eine Knappheit in einem digitalen Produkt garantieren muss. Ja, achso, Sie meinen die Möglichkeit, die Währung zu vervielfältigen oder in beliebiger Menge zu erzeugen. Das muss man vielleicht auch bei Bitcoin noch sagen, wenn eine Transaktion stattgefunden hat, kann ich diese gleiche Transaktion nicht nochmal ausführen. Also ich kann die Menge des Geldes von meiner Seite aus nicht vermehren, indem ich einfach Transaktionen wiederhole. Wenn das Geld von einem Konto aufs andere geflossen ist, ist es auf dem Originalkonto weg. Also insofern, auch wenn ich Ihnen so einen Zettel mit einer Paper Wallet gebe, wo Bitcoins drauf sind, und kopiere diesen Zettel 10-mal und kann nur einer diesen Betrag auch abheben. Und das ist bei allen Kryptowährungen das Gleiche. Man kann also nicht durch Kopieren von Adressen oder Kopieren von Bitcoins oder von Ethereum die Geldmenge erhöhen. Okay. Gut, und die Festlegung auf die Obergrenze war dann 21 Millionen? Genau, bei Bitcoin war das völlig willkürlich. Warum, weiß keiner. Ja. Und jetzt kommt auch die Frage, die sich jetzt daran anschließt. Wäre es nicht auch denkbar, diese Höchstgrenze einfach mal zu verändern? Dazu müssten dieser Veränderung alle Teilnehmer am Bitcoin-Netzwerk zustimmen. Alle. Mindestens 51%, und zwar diejenigen, die dieses Netzwerk am Laufen haben, durch die Signaturen. Also die sogenannten Miner. Das sind die, die heute noch Bitcoins generieren können, weil sie eine hohe Rechenpower haben, die es erlaubt, kryptografische Aufgaben zu lösen. Und da bekommt man 12,5 Bitcoins als Belohnung für eine gelöste Aufgabe. Wenn jetzt jemand, der wirklich sehr viel Geld hat, der könnte ja jede technische Ausstattung sich zulegen und könnte jetzt loslegen mit Bitcoins.
Das stimmt, wenn Sie es schaffen, sämtliche existierenden Teilnehmer am Netzwerk zu toppen mit einem Rechner noch höherer Leistung, hätten Sie durchaus die Möglichkeit zu manipulieren. Allerdings würden Sie dadurch auch das gesamte Bitcoin-System in Frage stellen und danach hat natürlich auch keiner Interesse. Damit würden Sie sich einen eigenen Ast absägen, genau, und keiner würde der Währung mehr vertrauen. Deswegen achten sogar die Bitcoin-Miner mit den großen Rechnern drauf, dass niemals eine einzige Instanz über zu viel Rechenpower verfügt. Es wird immer verteilt auf mehrere voneinander unabhängige Unternehmen in verschiedenen Ländern, um so eine gesunde Infrastruktur zu behalten, die von außen nicht manipulierbar ist, und das Vertrauen in Bitcoin tatsächlich zu halten. Also diese Miner sind dann anonym, nehme ich an? Nee, die sind durchaus nicht anonym. Es gibt Mining Pools, wo man teilnehmen kann. Früher konnte man mit so einem kleinen Gerät auf USB-Stick Bitcoin Mining machen und Bruchteile von Bitcoins im Zusammenverbund mit Mining Pools selber generieren. Heute ist es aufgrund der Stromkosten, die weit höher sind als das, was der Rechner dort produzieren kann, unrentabel in den meisten Ländern. Aber diese Rechnerpools, die stehen allen offen. Da kann man also mit eigener Mining-Hardware teilnehmen und so verteilen sich die erwirtschafteten Bitcoins dann auch auf die Teilnehmer an diesem Pool. Ein einziger Rechner, der einen Block generiert, das gibt es nicht mehr. Also diese Miner sind dann schon bekannt, das sind dann diese Mining Pools? Das sind diese großen Rechenpools, die sind bekannt und die leben auch davon, dass möglichst viele daran teilnehmen und ihre eigene Rechenleistung ebenfalls zur Verfügung stellen oder sich durch Hardware-Ankäufe oder durch Miete von Rechneranlagen daran beteiligen. Kann man die so ein bisschen als Wächter bezeichnen von dem ganzen System? Möglicherweise ja. Was ja lange in Diskussion war, war eine Erhöhung der Blockgröße. Der Satoshi Nakamoto hatte wohl nicht daran gedacht, dass irgendwann mal tägliche Transaktionen, ich kaufe irgendwo was im Kaufhaus und mache das mit Bitcoins, dass so viele Transaktionen in einen Block reinpassen müssen, der alle 10 Minuten generiert wird. Und deswegen ist diese Größe, wie viele Transaktionen pro Sekunde stattfinden können, eigentlich zu niedrig, sodass es nicht passieren wird, dass jeder alles mit Bitcoins bezahlen kann. Ja, dazu müsste man einfach zu lange warten, bis wieder Platz ist. Jetzt hat es den Versuch gegeben, diese Blockgröße einfach zu erhöhen. Aber, wie wir schon gelernt haben, dazu müsste die Mehrheit aller Bitcoin-Beteiligten, gerade der Miner, die signieren, zustimmen. Und diese 51%... Also der Anzahl der Bitcoin-Inhaber oder die Mehrheit der Signierer? Der Menge. Der Signierer, das sind die Bitcoin-Mining machen. Die müssten einer Transaktion zustimmen, die bislang unmöglich ist. Ja, sobald jemand diese Rechenpower hätte, könnte halt auch die Blockchain manipulieren, woraufhin der Preis dann ins Bodenlose fallen würde. Das ist halt der Community-Gedanke. Das System wird am Leben gehalten durch möglichst viele, die Bitcoin-Mining machen, die Bitcoin signieren. Ja, sobald einer mehr als das gesamte Netzwerk an Rechenleistung hat, funktioniert das nicht mehr. Mhm. Also der Punkt war, man hat versucht, diese Blockgröße zu erhöhen. Also das war ein Vorschlag von verschiedenen Minern, wie man das machen könnte. Keiner hat es bislang geschafft, die notwendige Mehrheit und Zustimmung aller Miner einzufordern, zu bekommen, sodass das stattgefunden hat. Ja. Ja, jetzt scheint ein Kompromiss in Sicht, wo sich alle einig sind, dass es in Zukunft einen neuen Bitcoin-Client gibt, der die Menge an Transaktionen erhöht, sodass es wirklich alltagstauglich wird für Bezahlen im Geschäft, auch mit kleinen Beträgen. Ja, da muss man gucken, ob tatsächlich alle zustimmen. Was heißt alltagstauglich? Also es gibt eine größere Menge dann? Es gibt nicht eine größere Menge von Bitcoins, sondern eine größere Menge von Transaktionen. Es macht halt einen Unterschied, ob 200.000 Transaktionen in einer Sekunde abgewickelt werden müssen, so viele Geschäfte passieren weltweit, oder ob ich halt warten muss, bis ich wieder dran bin, bis ich was überweisen kann. Dann stehe ich im Geschäft, wollte eben was mit Bitcoins bezahlen und muss jetzt warten, bis meine Transaktion dran ist. Das ist natürlich nicht alltagstauglich. Man braucht also mehr Transaktionen pro Sekunde und das gibt die Bitcoin-Blockchain im Moment nicht her. Dazu ist eine Änderung des Protokolls erforderlich und da muss eben eine Mehrheit dieser Bitcoin-Miner zustimmen. Also ähnlich wäre es auch, wenn man jetzt sagen würde, statt 21 Millionen 40 Millionen, richtig, wäre das gleiche Verfahren. Könnte man auch machen. Da müssten sich alle, die das Bitcoin-Netzwerk am Laufen halten, also die Mehrheit der Bitcoin-Miner, müssten sich einig sein, dieses neue Protokoll, diese neue Software einzuführen.
Warum ist das eigentlich im Moment nicht möglich, die Anzahl von 21 Millionen zu übersteigen? Kann man das einem Laien erklären oder kann das nur jemand verstehen, der Programmierer ist? Das ist ganz einfach. Es ist in der Bitcoin-Software nicht vorgesehen. Das die Bitcoin-Software hat dieses Limit. Verwenden Sie eine andere Software mit einem höheren Limit, können Sie an diesem Bitcoin-Netzwerk nicht teilnehmen. Sie können Ihr eigenes Netzwerk kreieren mit Ihren eigenen Coins. Das machen auch viele. Die machen, erfinden alternative Währungen, wo es dann Milliarden von Coins gibt oder mit ganz anderen Möglichkeiten. Aber das ist dann halt ein anderes Netzwerk, was eine andere Software verwendet. Mhm. Ich kann also die Software nicht von meiner Seite als ein Teilnehmer des Netzwerks ändern. Also diese Software erkennt immer, wie viele Bitcoins vorhanden sind und wird automatisch bei 21 Millionen sagen, jetzt ist vorbei. Ja, das liegt auch daran, wie die Bitcoins generiert werden. Alle paar Jahre passiert ein sogenanntes Halving. Dann gibt es für einen neuen generierten Block nur noch die Hälfte an Bitcoins. Und ich glaube, 2030 oder so wird es dann so verschwindend gering sein, die Menge neu erzeugter Bitcoins, dass wir bei etwas unter 21 Millionen hört es einfach auf. Dann gibt es also nur noch. Also es wird noch dauern bis 2030, muss man annähernd an die. Dadurch, dass sich der Betrag, den man gewinnt pro erzeugtem Block, immer halbiert. Aha. Aber ist es nicht auch gegenläufig, dass die technische Entwicklung auch dahingehend ist, dass man da immer mehr Power hat? Es ist so, wenn man mehr Rechenpower hat, hat man kurzfristig natürlich mehr Gewinn, weil sich die Chancen erhöhen, dass man diese kryptografische Aufgabe löst, für die es im Moment 12,5 Bitcoins gibt. Aber wenn viele ihre Hardware aufrüsten, dann erhöht sich auch wieder der Schwierigkeitsgrad, dann wird die kryptografische Aufgabe automatisch schwieriger. Das kann man in ein paar Graphen auf Diagramm auf blockchain.info nachverfolgen, wie sich die Schwierigkeit im Laufe der Zeit immer erhöht. Wir haben im Moment gigantische Rechenpower dahinter. Das schafft kein Supercomputer mehr. Ja, das ist einfach, weil so viele verteilte Rechner sind. Und deswegen ist es auch so enorm schwierig, das System zu manipulieren, weil dann bräuchte man noch leistungsfähigere Hardware und noch in einer größeren Menge, als heute zur Verfügung steht. Die erste Frage ist, wäre es geeignet für jemanden, der 100.000 Euro zum Anlegen hat, einen Teil von dem Geld in Bitcoins anzulegen? Ja. Oder ist es ein Spezialthema, das auch wirklich nur für eine ganz besondere Zielgruppe in Frage kommt? Ja, also von der Technik her ist es eigentlich nicht so schwer. Es gibt eine Anleitung, wie man in Deutschland Bitcoins kaufen kann. Die Webseite kennen Sie. Das Geld in Bitcoins zu tauschen ist erstmal kein großes Problem. Und dann einfach abzuwarten. So einfach ist es aber auch nicht. Ja, Sie müssen sich schon nach deutschem Recht identifizieren. Also damit wird halt Geldwäsche ausgeschlossen. Man soll nicht anonym Bitcoins kaufen und verkaufen können. Sie müssen sich mit einem Bankkonto registrieren. Sie müssen bei einigen Tauschplätzen müssen Sie auch Ihre Ausweisunterlagen einscannen und brauchen auch eine Ansässigkeitsbestätigung von Behörden, dass man weiß, wo Sie greifbar sind, falls mit diesen mit den Euros oder mit den Bitcoins irgendwas nicht Also ich kann jetzt nicht zu meiner Bank gehen um die Ecke zur Sparkasse Volksbank. Es gibt eine Bank in Deutschland, die das direkt macht und in Luxemburg gibt es auch eine, die Überweisung auf eine IBAN unterstützt und was zurückkommt, sind Bitcoins auf ein Bitcoin-Konto. Aber auch da muss bei man sich registrieren. Bei der Bank geführt, ja. Und die Bank Deutschland ist die Fidor-Bank wahrscheinlich. Genau, ja. Gut, aber die macht es auch nicht selbst, sondern die lagert sie auch aus. Genau, die Webplattform, die dazu gehört, ist bitcoin.de. Das ist auch ein Handelsplatz. Man kann dort im Prinzip mit beliebigen Bankkonten handeln, aber nur bei der Fidor Bank passiert das halt in Echtzeit, dass man direkt Euros in Bitcoins und zurücktauschen kann, ja, ohne Wartezeit. Die Sache ist halt die, man vertraut irgendwo seiner Bank, will da auch dann vielleicht in Bitcoin investieren in der Bank. Ich möchte aber die Bank eigentlich nicht verlassen. Also ich möchte nicht zu einer anderen Institution gehen und dort mir irgendein Konto anlegen. Bei Bitcoin ist ja auch nicht das Ziel, das Banksystem auszuschalten, sondern eine weitere Möglichkeit, Geldbeträge zu überweisen, damit zu spekulieren oder damit einen Gewinn zu erwirtschaften. Es gibt auch Plattformen, wo Sie mit Kreditkarte Bitcoins kaufen können. Bargeldeinzahlungen gibt es eigentlich nur bei diesen Bitcoin-Automaten. Da gibt es die nächsten in der Schweiz, in Frankreich und in Belgien. In Deutschland gibt es meines Wissens noch keinen. Das hängt aber mit verschiedenen Regelungen hierzulande zusammen. Bitcoins sind legal, aber Bitcoin-Automaten scheinen ein gewisses juristisches Problem darzustellen. Okay, also jetzt nochmal zurück zur Anlage in Bitcoin. Die Bundesbank selbst warnt davor, weil aus deren Sicht eben der Bitcoin kein Medium ist, um einen Wert aufzubewahren.
Was ist da Ihre Argumentation? Das mit der Wertaufbewahrung sehe ich ein bisschen anders. Ich denke, das Verfahren ist mathematisch ausgereift und sehr sicher. Wenn Sie Ihre Bitcoins als QR-Code auf einen Zettel ausdrucken und nirgendwo elektronisch im Netz stehen haben, dann ist die Chance, dass die gestohlen werden, genauso gering, wie wenn Sie Bargeld in den Safe tun. Das ist ein sogenanntes Paper-Wallet. Vorhanden ist. Solange Wert vorhanden ist. Ein physikalischer Gegenwert für die Bitcoins könnten die riesigen Rechenzentren sein, die dafür aufgebaut wurden. Es scheint eine gewisse Grenze nach unten zu gehen, wo der Kurs nicht drunter fallen kann, weil die Betreiber dieser Rechenzentren nicht bereit sind, ihre Bitcoins zu verkaufen, wenn sie damit nicht mindestens die Investitionen für die Hardware wieder rausbekommen. Also ähnlich wie beim Gold, die Förderkosten. Möglicherweise, ja. Wo liegt der Kurs? Das war einmal, wo es einen riesen Crash gab, bei etwa 250 Euro, das dürfte mittlerweile etwa das Doppelte oder Dreifache sein. Also ein Bitcoin, 500 Euro ist so die Untergrenze. Das dürfte die Untergrenze sein, ab der geht es nicht mehr tiefer, weil dann keiner mehr verkaufen wird. Da liegen wir ja drüber im Moment. Da liegen wir deutlich drüber. Es gibt manchmal Mini-Crashes, gerade wenn Analysten warnen, dass Bitcoin ein unsicheres Geschäft wäre, dann geht der Kurs manchmal ziemlich weit nach unten. Das spricht dafür, dass einige Laien auch damit drin sind. Dann. Ja, aber auch Großbanken, denn die haben die Möglichkeit, viele Bitcoins auf einmal zu verkaufen, wodurch das Angebot steigt, die Nachfrage bleibt konstant, was bedeutet, der Kurs geht nach unten. Also Marktmanipulation. Unbewusste Marktmanipulation. Ein Analyst sagt, investiert nicht in Bitcoins, eine Bank oder ein Großinvestor steigt aus, verkauft 100.000 Bitcoins zu einem Spotpreis, der Preis geht nach unten. Ne? Es sieht so aus, als hätte der Analyst recht gehabt, der Preis geht plötzlich nach unten, aber das hat er halt ausgelöst. Genau. Das Schöne ist, das gab es letzte Woche einmal, dass dann in relativ kurzer Zeit die Privatinvestoren das Ganze wieder hochgekauft haben. Jetzt sind wir wieder auf dem gleichen Niveau wie vor diesem Crash. Der Großinvestor ist seine Bitcoins los, aber die Privatanleger haben davon profitiert, weil die recht günstig Bitcoins kaufen konnten. Mhm. Ja, also wo die Grenze nach oben liegt, kann ich nicht so genau sagen. Wenn sich das weiter so verhält, dass Bitcoin als Investitionsobjekt, als das digitale Gold gesehen wird, kann sein, dass der Preis relativ linear weiter steigt. Mhm. Hängt natürlich auch immer vom Interesse der Anleger ab. Also da würde ich jetzt keine Empfehlung abgeben, welche zu kaufen. Ja. Ich würde sagen, nie mehr investieren in Bitcoin oder in andere Kryptowährungen, als man sich leisten kann, zu verlieren. Ja. Es sollte also wirklich nur etwas sein, was extra Also nicht unbedingt was für den normalen Durchschnittsanleger, sondern vielleicht eher für den Interessierten, der da ein bisschen spekulieren will. Ist das beim Durchschnittsanleger nicht genauso, dass der nicht mehr investieren soll, als er sich leisten kann zu verlieren? Nee, ich meine jetzt konkret in die Währung oder in das Anlagemedium Bitcoin, also ob das jetzt eben für jedermann eine Option als Beimischung wäre oder ob das eben nur für jetzt ausgewählte Interessierte eine Frage ist. Also ich würde sagen, die Preissteigerung und damit der zu erwartende Gewinn ist recht hoch. Das Risiko ist abschätzbar. Also insofern sehe ich das jetzt nicht als schlechtere Investition an, als in andere Werte zu investieren. Also ich vergleiche es ein bisschen mit Gold, weil Gold ja auch durch keine Zahl in dem Sinn vom Kurs her berechenbar ist, sondern einfach nur eine Entscheidung des Marktes. Ne? Also der Markt entscheidet. Und je begrenzte Menge. Der Markt entscheidet, ist das Gold jetzt das oder das wert, je nach Nachfrage sinkt oder fällt. Aber es ist kein tatsächlicher Produktionsgewinn oder irgendwas drin, wo man das kalkulieren kann. In der Richtung würde ich den Bitcoin auch sehen. Beim Bitcoin habe ich das Problem, beim Gold ist mir klar, physisch begrenzt auf der Erde, das versteht auch jeder. Beim Bitcoin versteht man es eben nicht so genau. Weil es eine virtuelle Währung ist, genau. Ja, also diese Begrenzung, diese offensichtlich garantierte Begrenzung, ist einfach, die muss man einfach glauben in dem Moment. Die kann mir keiner beweisen. Stimmt, aber da vertraue ich eben auch nicht einer einzelnen Instanz. Und das ist halt das Entscheidende. Ich vertraue einer Community von Leuten, die das System aufrechterhalten, wo ich ein Teil davon bin.